Ich darf Ihnen einen kleinen Schmankerl aus meiner Privatpraxis erzählen. Neulich schickte ich eine Patientin zu einem Urologen. Sie kam wieder und erzählte mir ganz stolz, dass sie nun interkontinental sei. Nun, sie meinte natürlich inkontinent und nicht interkontinental. Die beiden Worte haben, auch wenn sie sich nur durch 5 Buchstaben unterscheiden, miteinander nichts zu tun. Inkontinenz bedeutet, dass jemand über seinen Harnabgang nicht mehr die völlige Kontrolle hat, während interkontinental eine Verbindung darstellt zwischen 2 Erdteilen. Die beiden Worte sind miteinander nicht verwandt, außer dass sie auf das lateinische Wort continere, gleich zusammenhängen, zurückzuführen sind. Ansonsten haben sie keinerlei Gemeinschaft. Danke fürs Zuschauen.